Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Dynasty. Ich bin der Raiden, befinde mich hier im FIFA 22 und ich möchte euch hier unser FIFA 22 Rückblickvideo vorstellen und das beinhaltet die Squad Building Challenge Spieler. FIFA neigt sich so langsam dem Ende entgegen. In 2 Monaten ist es soweit, FIFA 23 erscheint. In FIFA 22 ist natürlich viel passiert. Viele Promos sind an den Start gekommen. Viele neue Karten sind an den Tag dazu gekommen und natürlich auch nicht zu vergessen, viele Squad Building Challenge Spieler, die man sich dank Münzen oder aber auch durch das Eintauschen von Spielern freischalten konnte, und da gab es natürlich jede Menge. Man konnte unmöglich fast alle Spieler machen, aber es gab natürlich ein paar, die besonders gut waren oder ziemlich herausgestochen haben, und diese möchte ich euch mal hier zeigen. Das ist quasi so unsere Rückblick SBC und die werde ich euch jetzt hier einmal vorstellen. Ich habe das Team schon vorbereitet, ihr könnt es jetzt hier schon sehen, und ich möchte natürlich auf die Spieler nochmal drauf eingehen, warum ich denn genau diese gewählt habe. Ganz schwierig zum Beispiel war es hier im Sturm, aber Benzema gab es relativ früh im Spiel. Er hat hier eine Rückblick SBC bekommen und ja quasi auch ein kleines Downgrade. Seine Bewertung ist hier nur 86, allerdings hat sich die Karte angefühlt wie eine 90er Rating Karte. Er war verdammt stark und das hat ihn halt auch so gut gemacht. Seine Spezialeigenschaften mit Teamspieler, angeschnittener Schuss und Außenrissschuss haben ihn hier sehr, sehr stark gemacht. Dazu noch seine Tempowerte, seine Schusswerte, auch sein Passen war relativ in Ordnung. Seine Dribblingwerte waren sehr, sehr gut und natürlich auch seine Spezialbewegung und sein schwacher Fuß. Benzema, wie gesagt, gab es relativ früh im Spiel, war sehr beliebt und immer für ein Tor gut. Daneben haben wir hier Neymar Junior. Neymar Junior, auch hier eine Rückblick-Spielerkarte, auch wieder ein Downgrade oder normalen Goldkarte. Allerdings hat sich dieser Neymar unglaublich gut gespielt. Er war sehr wendig, verdammt schnell, Spezialbewegung 5, schwacher Fuß 4, auch Top-Eigenschaften für jemanden, der im letzten Angriff Drittel spielt. Seine Tempowerte, Schusswerte, Passwerte, Dribblingwerte waren natürlich auch sehr, sehr stark. Spezialeigenschaften, Außenriss, Schuss und Flair waren hier auch sehr, sehr gut. Vom Preis her ging er eigentlich relativ klar, war jetzt nicht unbedingt teuer. Dafür hat man eine sehr, sehr gute Karte bekommen, sowie Nation, auch Liga, super linkbar. So, auf der gegenüberliegenden Seite gibt es wahrscheinlich eine kleine Überraschung. Auf dem rechten Flügel gab es natürlich sehr, sehr viele SBCs, sehr, sehr viele Spieler, die man freischalten konnte. Für mich war aber Benzema die Überraschung überhaupt, denn er war verdammt stark. Und warum das so ist, das werde ich euch einfach mal zeigen. Alleine schon Spezialbewegung, schwacher Fuß haben ihn hier sehr, sehr stark gemacht. Ich selber habe ihn damals immer als Aufwärtsspieler eingewechselt und war bei mir immer brandgefährlich. Ich habe ihn sehr, sehr gerne gespielt, sehr, sehr gerne eingewechselt. Und der hatte natürlich auch sehr, sehr gute Werte in Temposchuss, Passen und Dribbling. Auch hier Spielereigenschaften, Außenrissschuss darf hier nicht fehlen und Flair war auch noch vorhanden. Auf jeden Fall eine Karte, die meisten übersehen haben, aber er war relativ stark. Als nächstes kommt noch Tonali. Tonali ist in der Serie A zu Hause, ist Italiener und spielt beim AC Mailand. Auch er Teamspieler als Eigenschaft, hatte nur 3 Sterne und schwacher Fuß 4, das ist nicht so wichtig. Er hat hinten aber relativ gut gestanden, war ein echtes Monster, man konnte ihn sehr, sehr gut spielen, meiner Meinung nach besser als ein Kanté dieses Jahr. Auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Spieler. Wenn man Serie A gespielt hat oder man ihn irgendwie linken konnte, dann war Tonali ein sehr, sehr guter Spieler und war sein Geld allemal wert. Danach kommt Nabil Fekir. Fekir ist hier eine Europa League Karte, die konnte man sich auch freischalten und hat mit einer 86er Wertung angefangen. Je weiter Real Betis gekommen ist, umso stärker wurde diese Karte. Allerdings haben die hier gegen Bayer Leverkusen verloren und Fekir musste sich hier mit einer 87er Rating dann am Ende zufrieden geben. Nichtsdestotrotz war Fekir immer für ein Tor gut oder er war immer gefährlich. Also Fekir war echt im Mittelfeld beziehungsweise im zentralen offensiven Mittelfeld ein echtes Monster, hat
viel gemacht, viel gelaufen, konnte super gut schießen und hat auch einige Sachen mitgebracht, wie zum Beispiel Powerfreistoß, angeschnittener Schuss, Flair und den Außenrissschuss, die man, wenn man sie gut eingesetzt hat, auf jeden Fall zu vielen Toren geführt hat. Kommen wir weiter und das ist dann Bernardo Silva. Bernardo Silva gab es auch relativ früh, schon im Oktober, und das war eine Road to the Knockout-Karte. Das heißt also, diese Karte hat quasi in der Gruppenphase angefangen, in der Champions League. Je weiter Manchester City gekommen ist, umso stärker wurde auch diese Karte. Diese Karte hier ist relativ stark gewesen, auch schon mit seiner 88er-Rating. Je besser oder je weiter Manchester City gekommen ist, umso besser wurde auch diese Karte. Und diese Karte hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Ich habe mit dem viel gespielt, allein durch seine Angriffsrate hoch, hoch. Er stand einfach überall im zentralen offensiven Mittelfeld, im Mittelfeld und im zentralen defensiven Mittelfeld. Er war also der perfekte Achter, hat alle Lücken geschlossen. Ich war super, super zufrieden mit ihm, habe ihn fast 600 Spiele lang spielen lassen und für mich auf jeden Fall im zentralen Mittelfeld oder zentralen offensiven Mittelfeld die Karte, die mir am meisten Freude bereitet hat. Danach kommen wir hier zum linken Verteidiger. Bei der linken Verteidigerposition gab es dieses Jahr ein paar Karten, die schon relativ stark waren. Allerdings hat mich hier Tanganga am meisten überzeugt. Den gab es auch in einer SBC. Man konnte dann am Ende auswählen, möchte ich ihn als linken Verteidiger oder möchte ich ihn als rechten Verteidiger haben. Auf der rechten Verteidigerseite hatte er natürlich viel, viel Konkurrenz, allen voran mit Trent Alexander-Arnold. Deswegen habe ich mich damals für die linke Verteidigung entschieden und bereue das auch keine Sekunde. Der Tanga, der hat mit seiner Arbeitsrate mittelhoch hinten immer sehr, sehr solide gestanden. Auch er nur eine 88er Rating, kam mir aber gar nicht so vor. Im Gegenteil, er war überall da. Sein Antritt, beziehungsweise wenn man den noch gepusht hat, war durchaus in Ordnung. Er war relativ schnell hinterher. Er war schwer, ihn auszuschalten. Und seine Verteidigung und Füße, die sind auf jeden Fall auch sehr, sehr stark gewesen. Also nur ein 88er Rating, aber gefühlt war der eine 92, 93. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, ihn im Team zu haben. In zentralen Innenverteidigungen gab es natürlich auch sehr, 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 sehr viele Karten. Und dieses Jahr sogar super, super viele, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich musste mich dann quasi für zwei entscheiden und das sind dann Varane und Ramos. Varane hat relativ viel, viel Geld gekostet. Über 1 Million Münzen hat der gute Herr hier damals gekostet, aber er war für mich auch jede Münze wert. Ich habe ihn auch sehr, sehr lange gespielt. Man kann ihn heute auch immer noch spielen. Diese 92er Karte ist immer noch bockstark und er hat mich auch nicht enttäuscht. Wir gucken mal ganz kurz auf seine Werte. Ja, mittelhoch, also hinten stand er auf jeden Fall sicher, ganz klar. Und ich habe ihn hier auch 600 Spiele lang gespielt, bis ich dann irgendwann mal auf Serie A umgezwitscht bin. Aber wie gesagt, er stand hinten sehr, sehr gut. Alleine schon seine Verteidigung und seine Füße, die waren wahnsinnig gut. Daneben absolut und unangefochtene Nummer 1 für mich, Sergio Ramos Foot 13. Und der ist heute auch immer noch bockstark. Auch ihn spiele ich heute immer noch. Und ja, ohne ihn kann ich auch gar nicht mehr spielen, wenn ich ehrlich bin. Er ist wirklich in der zentralen Innenverteidigung ein absolutes Monster. Dank seiner Arbeitsrate hoch mittel habe ich den auch relativ oft im zentralen Mittelfeld spielen lassen. Dadurch, dass er hinten relativ stabil war, aber auch einen Zug nach vorne hatte, war er da für mich einer der guten Karten. Dazu kommt noch, durch diese Foot Birthday hat er eine Spezialbewegung von 5 Sternen. Das heißt also, man konnte mit ihm richtig gute Skills machen und das macht ihn so besonders. Dazu kommt noch seine Spezialeigenschaften mit Power, Kopfball, Führungsstärke und Teamspieler, die ihn natürlich sehr, sehr stark gemacht haben. So, rechte Verteidigung. Das ist bei mir hier Trent Alexander-Arnold geworden und der ist natürlich auch richtig stark. Er hatte eine Karte und zwar POTM Premier League und zwar Player of the Month und das war eine sehr, sehr solide Karte. Klar, er hatte sehr, sehr viele Karten. Ich glaube, 7 oder 8 Karten hatte er gehabt, aber für den Anfang damals war diese Karte schon sehr, sehr gut. Ich habe ihn gern gespielt, frühes Flanken habe ich auch oft genutzt, da er einen Zug zum Tor hat. Man sieht es hier,
Spielerarbeitsrate hoch mittel. Und ja, also Alexander Arnold war hinten sowie vorne immer präsent und hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. So, im Tor, und da muss ich dazu sagen, hat FIFA dieses Jahr bzw. EA dieses Jahr wenig Arbeit geleistet. Es gab selten, sehr, sehr selten Karten, die im Tor angesiedelt waren. Viele Torhüter musste man mit Coins kaufen. David De Gea war eine Ausnahme, denn er hatte auch eine Player of the Mouth-Karte bekommen in der Premier League und die habe ich auch abgeschlossen und ihn auch sehr, sehr lange gespielt. Warum habe ich lange auf diese Karte gewartet? Ich war mit Ederson sehr, sehr zufrieden, aber De Gea bringt noch etwas mit, was wenig Torhüter haben, und das ist hier die Fußabwehr. Das heißt also, wenn mal ein Flachschuss kam in irgendeine Ecke, dann war sein Fuß öfters mal dazwischen. Heißt also, deine Reflexe waren auf jeden Fall sehr, sehr gut, und er war auch ein relativ solider Tormann, eine absolute Katze. Er war manchmal schwer zu überwinden. Klar, man konnte ihn nicht allzu lange spielen, aber in der Zeit, wo er draußen war, war er ein sehr, sehr guter Tormann und dazu auch noch einer der wenigen möglichen Torhüter, die man per SBC abschließen konnte. So, das war jetzt unser Team. Vom FIFA 22 war die rückwirkend, bevor das ganz Große losging. Also alles, was nach TOTS angefangen hat, da hatten ja die SBC-Spieler schon Wertungen jenseits von 93, 94, 95, 96, 97 sogar. Und ja, ich habe jetzt alles so ein bisschen abgegrenzt und quasi so den Anfang und die Mitte herausgepickt und dort die Spieler hier euch gezeigt, die mir persönlich viel Spaß gemacht haben oder aber die halt einfach zu unterschätzt waren, wie zum Beispiel Benzema. Ich glaube, viele hatten gesagt, was will ich denn mit einem Benzema, 86, ist da quasi ein Downgrade. Ein normaler Benzema Goldkarte hatte eine 88 oder 90 sogar, ich bin mir gerade nicht sicher, was soll ich jetzt mit einem 86er Benzema. Ja, das ist halt so ein Punkt, die Wertung bzw. dieses Rating, die sie hier oben angezeigt bekommen, ist nicht immer alle Spielbarkeit, Nation, Liga und alles dazu gehört zusammen und das macht die Spieler hier so besonders. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich auch freuen, wenn wir hier eine kleine Diskussion starten und ihr uns erzählen könnt, welche Spieler haben euch denn positiv überrascht. Ich habe auch nicht alle Karten oder beziehungsweise alle Spieler freigeschaltet. Ich habe halt viel England gespielt und bin dann später auf Serie A gekommen und bin dadurch auch nicht über alle Karten gestolpert. Aber diese hier habe ich definitiv mal gemacht, gespielt gehabt und fand sie auch wirklich super. So, ja, damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns. Haut rein!